Hey, wir sind am Mittwoch angelangt. Jetzt, die gestern das Video gesehen haben, haben ihr vielleicht gemerkt, ich habe mich schon so auf Weihnachten gefreut, dass ich den Tag verwechselt habe. Also es ist erst morgen Weihnachten. Heute ist ja Mittwoch, Donnerstag ist erst Weihnachten. Okay, freue mich aber trotzdem immer noch. Wir starten wieder los mit dem Warm-up. Und zwar stellen euch wieder so einen Timer, 30 Sekunden Belastung, 15 Sekunden Pause und machen 2 bis 3 Runden. Je nachdem, wie warm wir schon sind, hängen noch Runde dran. Und zwar machen wir als erstes Tappings wieder, mal locker starten so. Und dann bis zu deiner 30 Sekunden an. Ein bisschen schneller wäre. Dann machen wir einen Seitstütz wieder. Hochdruckerspannung heben im Rumpf. 30 Sekunden halten, 15 Pause, 30 Sekunden die andere Seite. Dann machen wir alternierende Cossack Squats. Das ist auch eine gute Warm-up-Übung für die Hüfte immer. Das heißt, da so absinken, ruhig auf die Fersen gehen, da die Spannung spüren, der Stretch. 30 Sekunden dir. Und dann noch die letzte Übung. Push-ups immer mit einem Schulter-Tap, beziehungsweise mit 2 Schulter-Taps. Wir machen Push-up und dann 1, 2, Push-up, 1, 2 und wie gesagt, 2 bis 3 Runden als Warm-up. Viel Spaß! Dann kommen wir zum B-Teil. Da machen wir 8 Minuten EMOM, also die Uhr läuft 8 Minuten, piepst jede Minute. Wir machen immer 2 Übungen in der Minute. Und zwar, schaut es so aus, wir starten mit 15 Double Unders, ohne zum Verhängen. Wenn ihr die 15 habt oder wenn ihr euch schwer tun, so wie ich, dann machen wir nur Single Unders und immer der Rest von der Minute machen wir einen Offset Bear Hold. Also ihr seht wieder in dem Vierfüßler, heben einen Fuß ab, eine Hand und bleiben der Rest von der Minute so, bis es piepst. Direkt nach dem Pieps geht es weiter, machen da 5 High Jumps. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann auch gleich wieder der Rest von der Minute so ein Bird Dog Hold. Das war das, wo ich hergehe, einen Fuß zurückstrecken, da schön stabil gerade bleiben, gegenüberliegend Arm vor. Das halten, auch noch eine Seite. Und dann gleich wieder mit dem Pieps kommen die 15 Double Unders. Und nachher gleich wieder der Offset Bear Hold, aber diesmal auf die andere Seite. Dann wieder High Jumps, Bird Dog Hold auf die andere Seite und dann das Ganze nochmal durch. Es wird gehörig streng, viel Spaß! Okay, dann kommen wir noch zum C-Teil vom heutigen Workout. Und zwar machen wir 3 bis 4 Runden oder Sätze. Immer so, dass wir die 3 Übungen zügig durchmachen und dann eine kleine längere Pause. Und zwar, wir brauchen wieder eine Erhöhung und ein Zusatzgewicht. Wir machen 15 Glute Bridges nochmal, diesmal mit Bordner Fürs und mit der Erhöhung. Die Fürs auf der Erhöhung langsam offen. Langsam ab. Ruhig da oben immer bewusst so dahinter anspannen. 15 Mal. Dann stehen auf. Machen 10 Romanian Deadlifts, wo so klein über Kreuz gehen. Das heißt, ich gehe nicht gerade ab mit der Hantel oder mit dem Gewicht, sondern so leicht über Kreuz. Schau, dass ich da Spannung habe. Rucker bleibt gerade. 10 links, Seitenwechsler. 10 auf der anderen Seite. Je nach Beweglichkeit könnt ihr auch tiefer gehen. Wichtig ist aber immer, dass der Rucker schön gerade bleibt. Und die dritte Übung, habe ich schon wieder vergessen, die schaue jetzt gleich nach. Die dritte Übung sind 3 bis 6 Strict Handstand Push-Ups. Oder Pike Push-Ups. Ich habe jetzt da keine gute Wand zur Verfügung. Darum zeige ich euch die Pike Push-Ups am besten auch mit der Erhöhung. Kann noch höher sein wie die Plate. Dann so her. Hüfte in die Luft. Rucker so gerade als möglich, je nach Beweglichkeit.
Und dann immer so ein bisschen nach vorne gehen. Zack, und wieder hoch. Wenn ihr Pike-Push-Ups machen, könnt ihr eher mehr Wiederholung machen. Je nachdem, wie stark ihr sind bei den Handstand-Push-Ups. Die 6 oder wenn 6 jetzt immer noch locker gehen würden, machen sie euch etwas schwerer. Dass ihr zum Beispiel die Hände auf eine Erhöhung tun, dass ihr so die Schwierigkeit steigern. Wir haben nochmal Gas. Im letzten Workout, jetzt ist wirklich Weihnachten morgen und da kommt ein sau cooles Workout noch für euch.